Ich habe mir letztens die Speeches vom Online Summit 2020 angeschaut. Da waren über 20.000 Teilnehmer dabei und habe mir gedacht, die sind fürs Hier und Jetzt doch mindestens genauso relevant wie zu dem Zeitpunkt, als wir das Online Summit letztes Jahr haben stattfinden lassen. Deswegen haben wir uns gedacht, für euch, unsere YouTube-Community, gibt es jetzt alle Speeches vom Online Summit 2020 kostenfrei zum Anschauen. Deswegen viel Spaß dabei. Don't put yourself down. Just encourage yourself, keep on trying. Then one day you achieve your dream. You achieve what you want. Yes, I've been dreaming of being someone who can make a difference in the world. And I've not stopped dreaming about that. Yes. Because I have a word of encouragement from someone who told me, no matter what you're going through, no matter the challenges, the bigger the challenge, the greater the success. These are my dreams. And once we have that, they can do anything. They can be anything. They can be anything. But that's one thing somehow that I think our leaders have failed us. Because Uganda is the youngest country in the whole world. I've done statistics. They say 75% is below 30 years, but what they don't tell you, the average age is 13.7. What is it? 13.7. 13.7. That's the average age of Uganda. 13,5 Jahre. Ein Land voller Kinder. Das Niemandsland. Fantasie trifft auf Realität. Alles so nah beieinander. Hoffnung und Illusion. Glaube und Zweifel. Freude und Hunger. Erfolg und Verlust. Sind wir an den Punkt gekommen, an dem wir Kinder nun liegen lassen? Oder sind wir einfach nur zu beschäftigt, um zu erkennen, wohin wir laufen? Um zu erkennen, dass wir zusammengehören? Allein gelassen und liegen gelassen. Die Welt liegt in Scherben. Und dabei... Kann sie so schön. So, und da ist er. Thaddäus, liebe Grüße nach Miami. Ich hoffe, es geht dir gut und wir sind alle ganz gespannt auf deinen Vortrag. Du darfst starten. Ganz liebe Grüße an alle. Schön, dass wir alle da sind. In den Kommentaren, ihr wisst es, zumindest meine Community, auch bei so einem Founder Summit. Ich glaube daran, dass es nicht wirklich um die Vorträge geht. Ich glaube, wir geben Impulse. Wir teilen unsere Gedanken. Wir teilen unsere Liebe, wir teilen unsere Stärke. Einige machen Promo, ich weiß. Aber am Ende geht es um euch und um uns als Gesellschaft. Und dementsprechend will ich erstmal dem ganzen Team, Robin, der Entrepreneur University, allen Speakern, allen Trainern, alle Leute, die vor allen Dingen hier sind, zuhören, danken, dass ihr am Start seid, an euch arbeitet, weil ich glaube, dass sowas wie Persönlichkeitsentwicklung nicht wirklich eine Option ist, sondern es ist ein absolutes Muss. Denn es bringt uns näher zusammen, es sorgt dafür, dass jeder eine gewisse Reife hat. Weil ich meine, es ist wie so eine Art Blumenfeld, hört sich, ich weiß, einige Blumenfeld, ja, aber wie eine Art Blumenfeld. Und wenn jede Blume sich auf sich konzentriert und schön ist, dann wird der ganze Garten schön. Und ich glaube, der Moment, wo wir nicht mehr an uns arbeiten, ist der Moment, wo wir zum anderen gucken und den anderen beneiden, wo wir haten, wo wir dem einen nicht mehr seine, oder der einen nicht mehr ihre Schönheit lassen. Und vor allen Dingen, wo sowas passiert, was ihr im Video gesehen habt, dass manchmal auch links und rechts alles egal ist. Ich glaube, die Welt ist an einem Punkt, ich glaube, sogar diese ganze Pandemie ist eventuell, okay, sogar ein Glücksgriff. Und ich sage das gleich nicht, weil ich hier in Miami sitze und alles gut ist, sondern die letzten Tage habe ich selbst mit heftigsten Situationen zu kämpfen, mit denen ich euch mit euch gleich teilen werde,
wo ich hardcore Selbstzweifel hatte, selber Kämpfe hatte, Panikattacken hatte, selber kaum geschlafen habe und wo ich zurückgehen musste an die Fundamentals. Und um die wird es heute gehen. Ich werde euch einige Dinge teilen, wie ich mit dieser Sache umgegangen bin, weil ich gemerkt hatte, ich hatte einfach Angst. Und nicht unbedingt wegen Corona oder warum ich Geld verliere oder so weiter und so fort, sondern ich glaube, jeder zu seiner eigenen Situation. Und manchmal sind dies Leute um einen herum, die man liebt und wo man einfach jetzt gerade keine Antworten hat. Und ganz besonders für die, die hier sind, die erfolgreich sind oder nach Erfolg streben, wir oft stoßen bewusst, unbewusst und immer öfter an Grenzen. Und genau an diesen Grenzen, wenn wir pushen, erkennen wir doch, wie fucking menschlich wir sind, wie zerbrechlich wir wirklich sind. Und das kann unterbewusst mit einem zu tun haben. Deswegen glaube ich, dass mentale Fitness das Richtige ist. Denn wenn du in dieser Welt was bewegen willst, wenn du in deiner Welt was bewegen willst und dann in deinem Umfeld was bewegen willst und dann vielleicht in der Welt was bewegen willst, dann merkst du, das sind Gewichte. Und es gibt zwei Arten, wie du mit Gewichten umgehst. Und diese beiden Arten müssen zeitgleich funktionieren. Die erste Art ist die Weichheit, dass du einfach erstmal durchatmest. Den Schmerz, wie er es annimmst, die Angst, wie sie es annimmst. Und bei dir bleibst und einfach durchatmest. Ähnlich, was Laura gerade gemacht hat. Die einen machen es durch Meditation, die anderen machen durchs Gebet. Ich glaube, dass alles, wenn du erfolgreich bist, wie eine Art eine wandelnde Meditation ist. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Und die andere Art geht durch Taktik und Stärke. Ja, dass du in der Lage bist, voranzugehen, weißt, worum es geht, Taktiken lernst, Strategie lernst und intelligent vorangehst. Und deswegen bist du hier, deswegen bist du bei dem Founder Summit. Und ich habe am Anfang überlegt, ich weiß erst seit Donnerstag, dass ich am Start bin. Dementsprechend habe ich erstmal überlegt, okay, was werde ich heute mit euch teilen? Und ich habe dann gedacht, okay, Founder Summit, wir machen die Founder Zone, unbedingt anmelden, geiles Ding. Bin selbst gespannt, wie geil das wird. Und habe erstmal überlegt, ob ich irgendwelche taktischen, strategischen Dinge mitgeben, wie kann man relativ viel Geld verdienen in kurzer Zeit, was sind die Möglichkeiten, was kann man machen. Und dann dachte ich, weißt du was? Ich habe vielleicht für euch heute was viel, viel Wertvolleres. Ich weiß, meine Uhr läuft davon. Ich scheiß auf die Uhr, Robin. Ich werde trotzdem vor null beenden. Egal, wo ich bin, irgendwo im Gespräch werde ich beenden. Und ich werde, egal, wo ich aufhöre, dann einfach die, die mich kennen, heute Abend auf Instagram um 20.30 Uhr das Ganze weiterführen. Ich werde überlegen, dass ich die Sachen, die ich heute mit der Scheile auch als PDF, ich habe es bei Torben gesehen, als PDF fertig mache und vielleicht euch auch ein Video dazu schicke. Ohne Promo, ohne nichts, sondern einfach nur, weil ich glaube, dass die Punkte, die ich gleich mit euch teile. Wichtiger sind denn je, denn ich habe es selbst gespürt und bin selbst an einem Punkt, wo ich merke, egal wo du bist, egal wer du bist, egal an welchem Punkt du im Leben bist, it's back to the basics. Weil wenn du das nicht hast, kannst du gar nicht anders machen, als nur um dich um dich zu kümmern. Du kannst gar nichts machen, nur für dich zu kämpfen. Und wie ich gerade das Video gerade gezeigt habe, und dann können wir gar nicht helfen, dann können wir nicht supporten. Und die Kids, die ich gerade gesehen habe, seit 2015 finanziere ich sehr, sehr viele Waisenhäuser, sehr viele Non-Profit-Organisationen. Und seit 2019, letztes Jahr, war ich das erste Mal selbst drüben. Und es war echt crazy, was ich da gesehen habe. Und was ich gleich mit dir teilen werde, ich weiß, ich gehe mehr in die Non-Profit-Richtung, aber ich gehe unternehmerisch ran. Das heißt, die Art und Weise, wie ich es versuchen werde zu erklären, ist so, dass du es vielleicht für dein eigenes Business nutzen kannst. Denn ich weiß, Leute wie Alex Fischer haben geile Tipps gegeben, Leute wie Tobias Beck kommen heute, ich glaube, Torben war gestern da und so weiter und so fort. Ihr habt mega viele Business-Tipps und einen Angle aus der Business-Richtung. Aber ich glaube daran, dass am Ende des Tages geht es nur ums Why. Am Ende des Tages geht es nur darum, wenn Will Smith sagt es so geil, wenn du diese Welt verlässt und du hast sie nicht besser gemacht, hast du eigentlich deine Zeit verschwendet. Und ich sage euch das, ich komme an einen Punkt, ich bin aufgewachsen in Berlin-Wedding, einer sozialen Brennpunkte, Bezirk in Berlin. Meine Mutter und ich haben von 360 Euro im Monat gelebt. Ich habe gekämpft, gearbeitet, ich habe als Fußball gespielt, Hüfte gesplittert, dann mit Basketball angefangen, mit 18 Jahren entrepreneurmäßig verrückt gewesen, 5 Euro in der Tasche, nach USA geflogen, wollte meinen Basketballtraum erfüllen,
Jeder sagt, es sei unmöglich. Ein Jahr später war ich im besten Jugendteam Amerikas und ich dachte, scheiße nochmal, ich gehe in die fucking NBA. Und jeder sagte, der Typ hat ein unglaubliches Talent, er wird es irgendwann schaffen. Ein Jahr später, entrepreneurmäßig, meine erste Corona-Situation, diagnostiziert als Sportinvalider. Ein Jahr später liege ich auf der Couch, habe letztes Jahr darüber geredet, neben meiner Mutter, mein Stiefvater ist gerade gestorben. Wir hatten kaum Geld, wurden vor die Tür gesetzt. Meine Mutter hat keinen Schlafplatz, ich musste für sie einen Schlafplatz finden. Zwei Jahre hatte ich selber kein Zuhause. Jahre später bin ich halt an einem Punkt, wo ich zurückblicke und sage, fuck, da bist du durchgekommen. Und ich glaube, wenn ich da durchgekommen bin, ich wusste selber nichts. Ich hatte selbst schon fucking Basketballer. Ich hatte keinen Plan von den ganzen Sachen. Ich wusste nicht, wie man Millionen pro Monat macht. Ich hatte dieses ganze Netzwerk nicht. Aber ich wusste, irgendwo sind erstens da draußen Informationen. Man kann es lernen. Alle kochen mit Wasser. Thaddeus Koroma kocht mit Wasser. Tobias Beck kocht mit Wasser. Glaub mich, war. Bin letztes Jahr bei Tony Robbins reingelaufen. Ich hatte vorletztes Jahr bei der Entrepreneur University Mike Tyson kennengelernt. Und Mike Tyson war bei Tony. Tony hat mir Mike Tyson vorgestellt. Krasser Typ. Baba. Er kämpft wahrscheinlich wieder, aber crazy. Conor McGregor dort kennengelernt. Kevin Hart. Jamie Foxx. Darf in Hollywood ein- und auslaufen. Einen größten Produzenten kennenlernen. Bin weltweit unterwegs. Und egal, wer die Leute sind, egal, wie krass sie sind. Ich durfte die Top 80 Leute von Siemens coachen. Die kochen alle mit Wasser. Kochen alle mit Wasser. Die Frage ist also nicht, ob du was anderes brauchst. Die Frage ist, der Unterschied zwischen denen und uns oft ist, sie kochen einfach heißer. Und genau darauf will ich eingehen. Wie kannst du dein Wasser heißer kochen? Einfach heißer kochen. Wie schaffst du dieses innere Feuer zu entwickeln? Dass egal wo du bist, egal wo du stehst, dass du dich da abholen kannst, wo du bist und dich dorthin bringen kannst, wo du hin willst. Und ich hoffe, deswegen habe ich das Video gezeigt, ich hoffe, du bringst dich dorthin, dass du am Ende in der Lage bist. Ich bete wirklich dafür. Deswegen bin ich heute hier. Dass du am Ende in der Lage bist, irgendwas Gutes zu tun. Ich schwör's dir. Deswegen mache ich diese Livestream. Ich will einfach, dass die Leute, ich will euch so ein schlechtes Gewissen machen. Gary Vaynerchuk hat mich da inspiriert. Ich will euch so ein schlechtes Gewissen machen, dass ihr so viele Dinge kostenlos bekommen habt, dass am Ende des Tages, dass ihr einfach was zurückgibt. Denn in dieser Zeit sind wir jetzt gerade. Genau dieser Zeit sind wir gerade, dass man versteht, unsere Generation mit dem ganzen Instagram, ich will die Brand aufbauen, ich will scheiß auf deine Brand, scheiß auf dein Unternehmen. Die Frage ist, was kannst du damit machen? Was machst du wirklich damit? Ist es wirklich der Grund? Ist die Welt besser geworden dafür, dass es dich gibt? Deine Brand hat man vergessen, wenn du stirbst. Daran erkennst du, dass er eigentlich nie einen Wert hatte. Und als ich das gemerkt hatte, als ich war in Uganda, in Sierra Leone, habe ich gemerkt, wie kann es sein? Dass wir alle nach so viel streben und da sind Kids, die haben nicht mal einen Spielplatz. Ich will eher jemand werden, der in der Lage ist, etwas zu tun. Und genau da will ich hin. Ich hatte mir ein Ziel gesetzt, so wie einige von euch. Und ich habe mir das Ziel gesetzt, nachdem ich diese ganzen Kids gesehen habe, ich habe mir geschworen, ich werde eine Non-Profit-Organisation aufbauen, die unternehmerisch funktioniert. Und die wird so funktionieren, dass ich gar nicht Geld einsammeln muss, sondern wo ich ein Netzwerk aufbaue, wo wir Dinge aufbauen, die so funktionieren, dass wir 20.000 Kids Möglichkeiten schaffen können. 20.000 Waisenkinder, die man einfach liegen gelassen hat, die aufgenommen werden können, zur Schule gehen können, essen gehen können und die gleichen Möglichkeiten haben, wie wir in Europa sie haben. Und ich habe aufgeschrieben, 20.000 Kids und habe jedem Bescheid gesagt und sagte, let's go und basteln daran. Und plötzlich passiert diese Corona-Situation. Und ich möchte erzählen, der Situation, mir ging es eigentlich gut. Ich wohne in Miami, meine Familie ging es gut. Letztes Jahr durfte ich einen Schnitt 1,6 Millionen Euro pro Monat machen. Wir konnten supporten all das und dann rief mich mein Kumpel an, Johnny von Culture Candela. Und er rief mich an und sagte, Thaddeus, wir haben ein richtig fettes Problem. Ähnlich wie du vielleicht, ich weiß nicht, ob es durch die Corona-Situation, ob du deinen Job verloren hast, ob du deine Arbeit verloren hast, ob du dein Unternehmen verloren hast, ob du jetzt in einer Situation bist, wo du nicht weißt, was als nächstes ist. Genau da sagt er, wir haben ein fettes Problem. Ich meine, was ist das Problem? Ich schicke dir Geld rüber, Digga. Er sagt, nein, ist anders. In Uganda haben sie politische Maßnahmen getroffen und keiner darf auf die Straße. Das hört sich erstmal okay an, okay, das ist vielleicht in Deutschland auch so gewesen oder in den USA hier auch und keiner kann auf die Straße. Er sagte, nein, nein, gar keiner. Bedeutet, die Menschen dort leben von der Hand in den Mund. Die Menschen dort leben von fast gar nichts. Und egal welches Geld ich reinschicke, das kann nirgendwo von A nach B getragen werden. Und ich sagte, was passiert mit den ganzen Kids, die in den Häusern sind? Er sagte, es ist sogar so heftig, dass wenn die Kids auf die Straße gehen, wenn irgendjemand auf die Straße geht, die Polizei verprügelt die. Du kannst gar nichts machen, wir können auch nicht reinfliegen, nichts. Und da habe ich plötzlich gemerkt, Alter,
was mache ich? Und ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Und plötzlich habe ich mich so hilflos gefühlt und habe gemerkt, dass du gar nichts machen kannst. Und dass da in dem Spruch, 20.000 Kids, dass eventuell jetzt gerade, während du in Miami sitzt und wie die ganzen Livestreams machen und so weiter und so fort, dass währenddessen sterben einfach Kinder, einfach weil sie in der gleichen Situation sind wie du. Die bleiben zu Hause, doch deren Zuhause sieht anders aus. Die leben manchmal zu 15, zu 20 in so einer kleinen Zimmer, mit kleinem Nichts. Man kann nicht rausgehen, um was zu essen. It's just dying. Fuck. Naja, ich bin die Tage dann ständig nachgedacht, die ganze Zeit nachgedacht, was können wir tun. Und ich bin in einer Spirale gekommen, die einfach crazy war. Und ich bin nachts aufgewacht, ständig Panikattacken und ich wusste nicht, wo das herkommt. Und ich glaube, es hat mit dem zu tun gehabt, ich habe gedacht, ich bin nichts. Und dann habe ich mit einem Mentor geredet und der stellt mir diese Frage: Warum denkst du so viel nach? Und das ist, was sie tun als Entrepreneur. Wir denken so viel nach, wir denken, okay, was machen wir hier? Kontakt, wir schreiben diese Dinge, wir haben diese Evernotes und hier und da und tausend Sachen. Er sagte, warum denkst du so viel nach? Ich sagte, ich will eine Lösung finden. Er sagte, du weißt, was das Zeichen ist, wenn jemand zu viel nachdenkt. Und ich meinte, was meinst du? Er meinte, Thaddeus, bist du irgendwas in der damaligen Situation rausgekommen, weil du so viel nachgedacht hast? Ich sagte, ja klar. Er sagte, denk wirklich drüber nach. Was bringst du den Leuten bei? Was hast du wirklich? Ich sagte, was meinst du? Und ich habe einen Tag drüber nachgedacht und dann, ich bin wieder den dritten Tag aufgewacht, schweißgebadet, ich habe Pickel sogar, jeder mich kennt, ich habe keine Pickel, ich habe Pickel auf die Stirn gehabt, bis zum geht nicht mehr und schwitze bis zum geht nicht mehr. Und dann merke ich, fuck bro, ich habe einfach Angst. Einfach Angst zu scheitern. Ich habe einfach wahnsinnig Angst. Und das war gut, erstmal zuzugeben. Ich habe einfach Angst. Ich habe ein fettes Problem und ich finde keine Lösung. Und dann fragte mich eine simple Frage. Ich rief normal, ich sagte, okay, you got me. I'm very fearful. Ich hab wahnsinnige Angst. Dann sagte er, weißt du, wie man mit der Angst umgeht? Ja, ich muss das Problem lösen, dann sagt Thaddeus. Hast du jemals aus dem angstvollen Zustand jemals eine Lösung gefunden? Ich überlegte. Ich sagte, er hat recht. Keiner, der in einem angstvollen Zustand, der von außen kontrolliert wird, wegen egal welcher Situation, hat jemals in dieser Situation eine Lösung gefunden. Weil was wir als Entrepreneure machen, wir suchen nur nach einer Chance, nach einer Spur, nach einer Linie. Wir sind wie Abenteurer, wir sind wie Entdecker. Wir stürzen uns ins Chaos, nicht weil da Ordnung herrscht. Wir gehen da rein, weil wir nach der Nadel einen Heuhaufen suchen. Und deswegen braucht man uns. Deswegen sind wir für unsere Familien da, für unsere Freunde da, für unsere Mitarbeiter da, für die Gesellschaft da. Es hat einen höheren Grund. Wir suchen nach diesem Faden. Deswegen sind wir da, weil keiner sucht nach diesem Faden. Wir glauben daran, dass es besser wird. Deswegen machen wir das ja. Es ist nicht das Geld. Das Geld ist das Nebenprodukt. Man bezahlt uns dafür, weil wir Lösungen schaffen, die viel mehr Wert haben als Geld. Genau deswegen sind wir hier, wegen nichts anderem. We're born ready. Dafür sind wir da. Das ist der einzige Grund, warum wir hier sind. Wir vergessen nicht, warum wir da sind. Und er sagte, okay, wie gehst du mit der Angst um? Und da habe ich Folgendes gemacht. Ich bin zu dem gegangen, was ich meinen Leuten sogar beibringe. Und habe gesehen, fuck man, er hat recht. Egal was ist, es gibt 6 Regeln, die ich damals gelernt habe, um mit der Angst umzugehen. Und die 6 Regeln bin ich mit Joe Dispenza durchgegangen. Ich weiß nicht, wie viele von euch ihn kennen. Ich bin die 6 Regeln mit Tony Robbins durchgegangen. Und ich bringe die 6 Regeln nebenbei. Von Musikgrößen, die auf Touren gehen, die komplett fertig und müde sind und nur Angst haben, weil sie ausgelaugt sind. Footballstars, NFL-Stars, NBA-Stars, Fußballprofis, Politiker. Und jedem bringe es bei, aber nur mir selbst nicht. Was für ein fucking Klugscheißer, Thaddeus. Ich ging also an die 6 Regeln und ich teile sie schnell mit euch. Damit, meine Zeit läuft gleich ab. Ich würde gerne in die Tiefe gehen, aber wie gesagt, ich gehe, wenn ihr wollt, gerne heute Abend um 20.30 Uhr darauf ein und werde viele Sachen beantworten darauf. Also, die erste Regel, ich rate die durch, ich habe leider wirklich noch 13 Minuten und ich will sehr respektvoll sein als anderen Speaker gegenüber. Die erste Regel Nummer 1, ich schaue mir die erste Regel ein und die sagt, be free. Trainiere deinen Verstand,
auf deinen Willen und auf deine Freiheit. Schreibt es euch gerne auf. Trainiere deinen Verstand auf deinen Willen und deine Freiheit. Jeder Profi, der rausgeht, der weiß, es kommt nicht aufs Spiel an, es kommt auf dein Training an. Ich gehe gleich darauf ein, was man machen kann dafür. Regel Nummer 2, Angst für Angst. Angst erkennst du an zwei Dingen. Manche sagen dazu, ich mache mir Sorgen, ich mache mir viel Gedanken. Nein, Bro, du musst erstmal erkennen, dass du Angst hast. Oder Sis. Angst erkennst du an zwei Dingen. Angst ist ein aggressiver Beschleuniger oder ein Lähmer. Es lähmt dich, indem du nicht weitergehst. Und plötzlich hast du Zeit für Instagram, für YouTube, machst tausend andere Dinge. Nur nicht das, was der nächste Schritt ist. Und der aggressive Beschleuniger sorgt dafür, dass du immer Schritt zwei, über Schritt 2 und Schritt 3 nachdenkst, aber nicht über Schritt 1. Die einfachen Sachen machen plötzlich nicht. Auf einmal Entrepreneure werden so kreativ, dass sie alles andere machen. Nur nicht das Simpelste, was direkt vor ihren Augen ist. Sie stehen nicht morgens auf. Einfach, dass du früh aufstehst, 5.30 Uhr, deswegen haben wir diese 5.30 Challenge, 5.30 Uhr aufstehst und dich um deinen Körper kümmerst, um deinen Verstand kümmerst. Wenigstens ein Buch liest, eine halbe Stunde und stattdessen machst du tausend andere Dinge. Versuchst auf alles Mögliche zu kommen, obwohl die Information direkt dastehst. You're just too fucking lazy. Weil du über Schritt 2 und Schritt 3 nachdenkst. Was du wirklich hast, ist Angst. Und sagt jemand, der 2010 einer top-europäischen Basketballspielerin in den USA war, aber plötzlich kein Geld mehr hatte, auf der Couch liegt, in dem seiner Mom. Ich versuchte alles zu tun, nur nicht das Simple. So oft die simplen Dinge, die uns zu der Spur führen. Die zweite Regel ist Angst vor Angst. Der einfachste Weg, um mit der Angst umzugehen, ist es, eine Gegenangst zu entwickeln. Darauf gehe ich gleich ein, ihr werdet es lieben. Oder heute Abend auf Instagram, wer weiß. Eine Gegenangst zu entwickeln. Anstatt zu sagen, ich habe keine Angst. Anstatt zu sagen, okay, ich brauche jetzt mehr Liebe oder mehr Ruhe oder Dankbarkeit. Auch gut. Aber wir machen eine Gegenangst. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Anstatt Angst zu haben vor einer Prüfung, anstatt zu sagen, oh mein Gott, was ist, wenn ich die Prüfung nicht schaffe, ist, oh mein Gott, was, wenn ich die simple Aufgabe nicht mache, die direkt vor meiner Nase ist. Eine Angst lähmt oder ist ein aggressiver Beschleuniger. Du kannst mit der einen Angst, die du selbst kontrollierst, die andere Angst lähmen. Denn jede Angst, jede Emotion ist berechtigt. Die Frage ist nur, in welche Richtung du sie leitest. Hast du eine Angst, entwickle eine Gegenangst. Mehr dazu gleich hoffentlich. Ich versuche schneller zu reden, ihr merkt das schon. Punkt 3, handle trotzdem. Einfach lernst du handeln. Deswegen hier. Lerne die Angst zu spüren, zu sehen, zu entdecken, wirklich zu entdecken, deine Ängste zu finden, sie zu spüren und dann zu sagen, fuck it, ich handle trotzdem. Denn die meisten Leute handeln erst, wenn sie keine Angst mehr haben. So der Spruch, warum hast du Angst? Warum hast du Angst? Ich sage, ich habe totale Angst. Der Unterschied ist, ich handle trotzdem. Die Frage ist nicht, keine Angst zu haben. Der Grund, warum ich ständig Panikattacken hatte, ist, weil ich versucht habe, die Angst nicht zu sehen. Anstatt zu sagen, ich habe Angst, ich habe fucking Angst. Und weißt du was? Ich ziehe es trotzdem fucking durch. Ich habe Angst. Jeder Entrepreneur hat Angst. Wir tun es nicht, weil wir keine Angst haben. Wir tun Sachen, weil wir dafür geboren sind. Eine Mutter zieht nicht ihr Kind auf, weil sie keine Angst hat. Sie zieht es auf, weil sie weiß, worum es geht. Angst zu spüren und trotzdem zu handeln, kann dein Schlüssel sein. Dich zu fragen, zitterst du? Okay. Schwitzt du? Okay. Kriegst du kaum Luft? Okay. Wir sind ready. Wir ziehen es trotzdem durch, weil genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen. You're fearful, du hast Angst, das Investment zu tätigen, du hast Angst, weiterzugehen, du hast Angst, dass alle gehen und weißt du was? Genau deswegen gehen wir. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen, das ist genau das Spiel, darum sind wir hier. Genau hier würde jeder gehen. Genau hier stehen wir, genau mitten in der Angst. Genau, wir nennen das, wenn wir in der Hölle sind, brennen wir einfach heißer als die Hölle. Versuchen nicht aus der Hölle rauszukommen, das machen alle anderen, deswegen meditieren sich weg. Der Unterschied zwischen Laura und vielen anderen Leuten, sie meditiert, um durch die Hölle zu gehen. Andere meditieren, um die Hölle fernzuhalten. Die meisten Leute rennen weg zum Meditieren, anstatt die Meditation zu sein und durchzugehen. Heißer zu werden als die Hölle, die Angst zu spüren und trotzdem zu handeln, der Angst ein bisschen Angst zu geben. Nummer 4, der Game-Over-Test. Sich zu fragen. Der Game-Over-Test folgendes, die könntest du aufschreiben. Mach den Game-Over-Test, um zu erkennen, was die richtige Entscheidung ist. Zu fragen, okay, stell dir vor, du bist 80 Jahre in einem Schaukelstuhl und blickst auf dein Leben zurück. Du stellst dir vor, wie du durch die Angst gegangen bist, all den Schweiß, die Tränen, die schlaflosen Nächte, die frühen Morgenstunden, das ganze Training, das Arbeiten. Und du hast es durchgezogen und am Ende hast du dein Ziel erreicht. Und du blickst zurück
Und du merkst, es war wirklich der Weg. Du hast es durchgezogen. Und die Frage ist, wer bist du? Du bist zu jemand geworden, weil du dich gemacht hast durch diese Situation. Und denk darüber nach, wie stolz du auf dich sein kannst. Wie dankbar du bist und andere, wie dankbar sind, dass du hier gewesen bist. Wie geil das, wie geil dieser Moment ist. Der Moment, wo du nichts mehr ändern kannst und vielleicht gleich gehst. Und zurückblickst und sagst, that was my story. The end. Das war mein Buch des Lebens. Chapter geschlossen, das war ein großartiges Buch. Denn dein Leben können zwei Dinge sein. Eine Warnung oder eine Inspiration. Make sure it's inspiration. Und dann mach den Game-Over-Test und mach genau die gegenüberliegende Seite. Blick zurück und sehe diese schlaflosen Nächte. Die Angst, die du hattest, die Probleme, die vor dir waren. Und sag dann, dass du genau deswegen aufgegeben hast. Weil du dich hilflos gefühlt hast. Weil du gefühlt hattest, du hast keine Chance. Und deswegen hast du aufgegeben. Und jetzt sitzt du da, 80, 90 Jahren, und blickst zurück. Und das war dein Leben. Wenn ich mir das vorstelle, sage ich, fuck it. Lieber habe ich Angst und zieh's durch. Als dass ich keine Angst hatte und abgewartet hatte und gehofft habe aufs Beste. Denn wenn Hoffnung deine Strategie ist, hast du bereits verloren, sagte Joe Dispenza. Jemand Spirituelles, er sagte, wir brauchen keine Hoffnung, wir brauchen Überzeugung. Das Leben braucht von uns einen Blueprint. Und das bringt mich zu Punkt 5. Punkt 5 ist die Illusion. Aufschreiben bitte. Zerschlage die Illusion, die dir vorspielt, dass du dich erst bewegen kannst, wenn du dich ready fühlst. In unserer Welt der Entrepreneure geht es nicht ums Fühlen. Es geht darum, dass die Gefühle uns folgen. Denn wir warten nicht, bis wir uns ready fühlen. Wir sind schon ready. Die Welt will uns zeigen, dass wir nicht ready sind, weil sie uns Bilder gibt von Corona. Von, dass Dinge passieren, die Nachrichten. Das ist alles eine Illusion. Die Illusion ist, dass wir uns sagen wollen, wir sollen warten, bis wir uns ready fühlen, bis wir bereit sind. Digga, wenn du hier bist, bist du bereit. Merkst du nicht, dass die Zeit sogar läuft? Du bist schon bereit, egal wie du dich fühlst, egal wo du bist. Du bist, wer du bist, egal was ist. Du bist ready. Und das bringt mich zu Punkt 6. Kein Verhandeln. Lerne mit der Seele und deinem Herzen zu leben, während du deinen Verstand nutzt zu manövrieren. Die meisten nutzen ihren Verstand als Motor. Sie überlegen, wenn sie die Lösung haben, dann legen sie los. Nein, wir leben mit unserem Herzen und wir leben mit unserer Seele und nutzen unseren Verstand zu manövrieren. Was damit gemeint ist? Wir sagen, remember why you started. Es gibt einen Grund, warum du begonnen hast. Und der war nicht Geld. Der ist tiefer als das. Und ich schaue mir diese kleinen Seelen an, diese ganzen Kids. Und der Grund dafür, warum es mich mit dieser Story connected ist, als ich 2 Jahre gewesen bin, meine Mutter kam als junge Frau nach Deutschland, hat sich hochgekämpft. 4 Jahre vor meiner Geburt hat meine Mutter ihre Tochter verloren. Und ich war wie so ein Geschenk und eine Überraschung. Meine Mutter und mein Vater trennten sich aus verschiedensten Gründen leider. Meine Mutter ist schwer krank geworden, mein Vater erreichte uns nicht mehr und ich kam in eine Pflegefamilie. 2 Jahre verschwunden, aber es waren Menschen, die mich aufgenommen haben. Meine Pflegemama hieß Rita, mein Pflegepapa hieß Heinz, meine Pflegeschwester hieß Nicole. Witzig ist, meine Assistentin ist heute wie meine kleine Schwester, blonde, süße Nicole, ich liebe sie über alles. Und meine damalige Pflegeschwester hieß Nicole, war 4 Jahre älter als ich, 6 Jahre und Silvia, 9 Jahre. Und diese Menschen haben mich aufgenommen, als ob ich ihr es wäre. Ich habe keine Lücke in meiner Kindheit, weil Menschen eingetreten sind, die mich geliebt haben, obwohl sie mich nicht kannten. Die mir zu Hause gegeben haben. Das waren die ersten Entrepreneure, die ich getroffen habe in meinem Leben. Die haben einen Weg gefunden, dass ich ein Zuhause hatte. Und egal, ob du ein Unternehmen hast, ob du ein Unternehmen führst, die Kunden, die du hast, sind nicht Kunden. Ich finde das immer sehr merkwürdig. Du gibst den Leuten ein Zuhause, du schaffst etwas für sie. Bloß sie sind in der Lage zu zahlen. Kinder machen das mit einem Lächeln, Kinder machen das mit einer Freundin, Kinder geben einen Sinn. Der Sinn ist viel größer als das Geld. Deswegen brauchen wir kein Geld für den Kids. Wir geben denen das Geld, weil ohne sie, was wäre das Ganze? Und das ist für mich mein Warum. Denn ich habe die Chance gehabt, dass sich jemand eingesetzt hat für mich. Und es gibt so viele Kids, für die setze ich keiner ein. Und deswegen bin ich hier, deswegen arbeite ich als Entrepreneur. Ich bin eigentlich wie eine Art Künstler. Jeder, der weiß, ich bin meist zu spät, ich rede zu lang, ich mache viel mehr als
jemand eigentlich erwartet. Ich bin eigentlich gar nicht taktisch und organisatorisch. Ich habe aber gelernt, strategisch zu arbeiten, systematisch zu arbeiten, weil ich merke, durch die richtigen Systeme, durch die richtige Strategie komme ich besser ans Ziel und wir haben alle mehr von. Deswegen musste ich arbeiten, zu lernen, wie man als Entrepreneur denkt. Deswegen finde ich das mit der Founder Zone mega, mega geil. Zu lernen, wie es ist mit Steuermodellen, mit Systemen, wie zu lernen, wie es ist, wie man richtige Netzwerke aufbaut, dass es Leitfäden gibt, die ich bei mit einigen Teilen von euch, wie man sich ein Netzwerk aufbaut, egal wie werden. Als ich damals gestartet bin, 2010, sagte ich, weißt du was, wenn ich am Ende fertig bin, werden meine Vorbilder und Leitbilder zu meinen Freunden und Partnern werden. Wozu sollte ich meine Zeit verschwenden? Wozu solltest du mich die ganze Zeit nur vor dem Screen sehen? Warum arbeitest du nicht, bis wir irgendwann zusammenarbeiten? Und deswegen bist du hier, damit du die Skills lernst, damit wir irgendwann zusammenarbeiten. Und meine Zeit läuft leider gerade schon ab. Ich würde gerne auf die verschiedensten Punkte eingehen. Den Punkt Nummer 1, trainiere deinen Verstand. Damit meine ich, dass du anfängst, dich selbst zu reflektieren, zu lernen, wie reflektiert man sich selbst, neue Routinen aufzubauen. Ich habe angefangen, neue Routinen aufzubauen und sage, okay, ich stehe wieder mit meiner Community um 5.30 Uhr auf. Bei neuen Herausforderungen brauche ich ein neues Level von Selbstvertrauen und gemerkt, okay, ich weiß doch, wie man Selbstvertrauen aufbaut. Selbstvertrauen ist kein Gefühl, was einfach kommt. Selbstvertrauen ist ein Gefühl, was man fühlt. Und ich hoffe, ich kann mit euch heute Abend über das Thema Selbstvertrauen reden und auf die Punkte eingehen. Aber ich habe hier noch fucking 2 Minuten 17. Deswegen höre ich einfach auf. Für alle, die gerne mehr wissen wollen. Mein Name ist kompliziert geschrieben. Ich weiß, THADDAEUS. Ich weiß, da draußen ist Corona-Krankheit. Ich hoffe, ich bin eher eine Corona-Heilung. Ich habe jetzt noch 1 Minute 56. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mir schreiben, aber meine Zeit ist abgelaufen. Schreibt mir gerne auf Instagram. Wie gesagt, heute Abend gehe ich gerne auf alle möglichen Fragen ein. Ich bin 4 Stunden vor euch live ab 20.30 Uhr. Ich gehe sogar in der Pause gerne nochmal live auf Instagram. Schreibt mir auf Instagram einfach Hashtag angstfrei. Eine Sekunde. Schreibt Hashtag angstfrei und ich schicke euch meine PDF mit meinen Gedanken aus meinem Tagebuch. Ich lasse mal mein Team das zusammenschreiben heute, was ich gemacht habe mit der Angst, genau was ich gedacht habe, welche Musik ich gehört habe. Und vielleicht ein Video, was euch total inspirieren und helfen wird. Keine Promo, kein gar nichts. Aber ihr habt keine Ahnung, wir brauchen euch heute mehr denn je. Das war's von eurem Coach, von eurem Mentor und von eurem zukünftig größten Fan, Tadeusz Koroma. Danke fürs Dabeisein, Ladies and Gentlemen. Peace.